Sag mal, Dalo, wo hast du eigentlich die ganzen Skins her? Ja, ja. Weil diese Battle Pass-Dinger, die man sich hier holen kann, wenn das normale Spiel startet. Es musste eine geile Runde werden. Spaß. Viel Spaß! Viel Spaß. Oh. Hahn war ein bisschen öfter tot, ne? Ah, dafür kriegst du. Ich geb ihm. Das ging schnell. Oh nein, gib ich tot. Hahn liegt auf einem Spawnpunkt, also da, wo man spawnen kann. Oben in der Mitte vorm Vault. Bin ich gemutet? Nee. Okay. Ich finde persönlich viel wichtiger, wie Gippi gestorben ist. Wurde Hahn gekillt, als war er AFK? Also wurde Hahn AFK gekillt? Kann sein, ja. Okay, sollte sich schämen, ne? Also dann sollte man sich schämen, Tim. Was ist mit Gibi? Okay. Sollte sich Tim schämen? Warum soll ich mich? Ich frage mich. Wegen der Runde von gerade, schämt euch, du und Flesk. Ach, immer noch, oder was? Weil wir nicht verkaufen wollten, oder was? Ja, genau, das war lange Hand geplant. So, aber jetzt mal ernsthaft. Also jetzt gar nicht. Trotzdem nur mal ganz kurz. Aber Hahn, dann, ja? Hast du gecheckt, dass als du das Pokémon-Battle vorgeschlagen hast, dass ich dann direkt gesagt habe, ja, als das war der Plan, um so rauszufinden, ob ihr Lover seid oder Lawyer oder was auch immer. Okay, aber jetzt kurz wirklich. Also Hahn liegt oben links vorm Vault genau im T drinne. Ja, kann ich nicht so sagen. Gut. Aber Gippi ist auch sehr früh dann gestorben, weil es war ja wirklich relativ früh. Mhm. Ja. Also pass auf, Dalu, jetzt erzähle ich's, okay? Okay, erzähl du. Ich habe extra nichts gesagt. Ich dachte mir, ich will einfach mal eine kleine Trollrunde haben. Mhm. Und ich schieße einfach instant auf Hahn. Oh. Und dann fragt ihr euch, warum ich beim Spawn umgefallen bin. Ja. Hat aber leider nicht so gut funktioniert, weil Hahn umgefallen ist. Oh mein Gott. Du warst zu krass, oder was? Willst du damit sagen? Ja, also es war nicht der Plan, dass Hahn stirbt tatsächlich. Es war eher der Plan, dass ich sterbe jetzt in der letzten Runde. Also sagst du, dass du Sheriff bist? Oder wie? Ja, nein. Damit sagen. Aber es wäre doch keine drauf. Also ich habe den Kill übrigens gesehen. Aber ich wollte tatsächlich auch eigentlich auf dich schießen, aber dann habe ich mir gedacht, es ist viel lustiger, wenn ich. So sind wir als Sheriff. Ja. Also ich habe den Kill gesehen, aber ich habe jetzt so getan, als wenn da nichts passiert, weil ich wusste nicht, was besser war. Also du hast gesehen, wie Hahn umgebracht wurde. Ja, aber ich skippe, weil ich mittlerweile vergessen habe, wer der Mörder war. Das glaube ich dir nicht, David. Ich auch. Wie ist Hahn gestorben? Ich verstehe gar nichts. Gippi wurde erschossen und Hahn war Lover, ne? Wir standen nur schlecht. Ah ja. Cool. Ja. 800 IQ, Alter. Okay, als nächstes hier. Ich räume einfach alle weg. Warte, komm, ich geh auch wenden. Oh Junge, meine Birne ist schon ganz rot. Ja. Scheiße, dann kann er mich aber wegräumen später. Ist noch jemand gestorben? Nee. Dann lass mich mal, wenn Hahn Imposter-Kollege war, dann wäre das natürlich extrem frech. Weil Artix Lord steht hier. Den will ich nicht. Oh, vielleicht hätte ich doch einstechen sollen. Ey, das hat ewig gedauert. Sakuri war als erstes tot.
Und das und schon seit über 30 Sekunden. Seit über 50 sogar. Ja, also ah, seit 70. Ich an Lifeline war, das muss sehr lange her sein. Als ich an Lifeline war, war so tot. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Dann war ich vor Dalu an Lifelines, habe mitgezählt. Ja, dann bei mir war weniger. Also bei mir war es nur 30. Ja, 50 Sekunden mindestens. Zuerst Sakuri und dann Terste. Okay. Aber, So, Dalu, wer war der erste Mörder? Du musst es langsam ausrücken, langsam wird's knapp. Na, ich? Hab ich ja gesagt. Der Mörder hat's halt zugegeben, aber er sagt, er ist Sheriff. Aha. Und ich, also pass auf, es war so, neben mir wurde gekillt, ich habe nicht direkt reported, warum, weil man mitspielt am Anfang. Ja, ja. Dann habe ich ein paar Sekunden Zeit gelassen, damit alle sich noch eine Geschichte ausdenken können, dann habe ich reported. Sehr nett von dir. Also ich habe, es ist wirklich so passiert, wie es gesagt wurde. Ich habe halt nur, ich wollte halt nur nicht einen direkt in den Karren schmeißen. Wollte eine lustige Runde machen. Und wenn Julie jetzt gerade an Lifeline war und Sakuri da schon tot gesehen hatte, danach kam ich an Lifeline, Sakuri tot gesehen und die liegt oben links. Deswegen hat es auch einfach ewig gedauert. Ja. Und Dalu, du hast ja, also mit deiner Rolle weißt du sowieso, ob ich Sheriff bin oder nicht. Ja. Ja. Aber wer ist dann der andere, Dalu? Okay. Oha. Moment. Dalu, gut gesser. Nee, ich hätte Vlesk nicht gegessen. Ich weiß, dass er gekillt hat, aber ich hätte ihn nicht gegessen, weil ich ja mitgespielt habe. Also ich habe Vlesk gleich gegessen. Nein. Also ich wollte mit Vlesk mitspielen als Just for Fun. Mhm. Also ich hätte ihm die Runde gegeben, warum nicht? So, war eine lustige Runde. Aber warum? Ich hätte jetzt eigentlich... Wer ist es dann? Crunchy wird es nicht sein, die investigiert. Weil Crunchy wird einen Sass haben. Sag mal, Latex, Lord, wo warst denn du in dieser Runde? Crunchy, also, Vlesk hat wirklich gekillt, aber ich hätte ihn niemals... Ich bin gerade im Cargo Bay. Also, er hat gekillt, aber... Ich kann es bestätigen. Er ist nämlich an diesem Tresor. Ich habe mich gecheckt, wenn der Squad an mir vorbeigelaufen ist. Latex, Lord, ist unten rechts. Ich hatte das Gefühl, er wäre weiter links oben. Nee, okay. Ich bin Cargo Bay, Tresor. Ja. Hä, wieso? Hä? Warum? Tim, du bist ein Schwein. Du bist ein Schwein. Das war so ein Backstep von dir. Was? Du bist ein Schwein. Du hast ihr beide. Oh Mann, ey, und dann werde ich gegessen. Ich wollte mich mit dir duellieren, am Ende. Ich hätte sogar am Ende gekocht. Ey, als du da Sekuri abgestochen hast, ich bin weggebrochen einfach. Ich zähle so runter, so 5 Sekunden noch, und dann zack. Schöne Runde, Dalu. Genau, immer. Immer nice Gäste, ohne ewige Gäste. Das ist ja witzig. Es war keine Lüge, als ich das letzte Runde gesagt habe. Nee, ich wusste nur nicht, ob sie potenziell beide drin sein können oder ob sie wirklich immer 100% beide drin sind. Sind immer da. Danke. Beide Gäste, 2 neutrale Rollen. Okay, danke schön. Da hätte ich wahrscheinlich Jeff weggesäbelt, aber sie hat mich noch gesehen vorher. Jiburi hat mich da, glaube ich, noch gesehen vorher. Oh, Timoris ist tot. Timid und Jiburi. Comms, Electrical Security Comms, wohl oder sind Specimen? Das sind Jeff von Unge. Oh! Nee. Okay. Ich habe einen Pharao gefunden. Oh nein. Den darfst du doch nicht ausgraben. Scheiße. Ja, jetzt haben wir den Fluch des Pharao auf uns gezogen. Können wir das einfach ignorieren? Jetzt greifen uns Heuschrecken an. Ah. Ich habe Timoris im Gasflaschenraum in O2 gefunden. Es waren nicht Unge und Jeff, die chillen in Specimen. Shibo waren es auch nicht. Ja, weißt du, wer noch in Specimen mit uns ist? Es war nicht Vlesk und Schimmer. Specimen. Specimen. Das heißt Spaceman, Entschuldigung, Spaceman. Auch wenn Terste nicht da ist, das ist Spaceman. Ja, aber wo ist der Murfer? Der Miefer. Wir haben einen Blopper drinne. Oh, wir haben einen Blopper. Stimmt, einen Blopper, ja. Hab ich tatsächlich gesehen, Timmel und Jiburi sind raus. Okay, wer war in Specimen? Ich war in Specimen, ich bin auch raus. Mit wem? Blopper-Kill? Wo ist der Kill?
In O2 in dem Gasflaschenraum. Ist Jeff auch bei euch, Simon? Ja. Jeff halt, und Pastor bei sich. Warum frage ich überhaupt? Welche Richtung haben möchte. Also, ich habe eine Frage. Waren die von links oder von rechts? Weiß ich nicht, ich kam von oben, ich habe es nicht gesehen, ich war in der Task als. Ja, da haben wir ja schon ganz viele raus. Ja, ich habe eine Frage zum Blopper. Wenn das jetzt, wenn er also eigentlich, wenn der Blopper den Blob anmacht, muss er einen Grund haben. Aber scheinbar hat der Blopper keinen Blopper-Kill gemacht, weil sonst wäre Tim Hohes ja schon viel früher reportet worden. Oder er wäre zumindest mit der Nachricht reportet worden, ah, da waren so viele Graue, aber ich weiß nicht, wer es war. Da ist irgendjemand in den Vent gesprungen, aber ist er nicht. Das heißt, der Blopper hat seine Fähigkeit geused, konnte aber nicht die Chance ergreifen, zuzustechen. Ist aber schon der Tod, ne? Der Kill ist mindestens 15 Sekunden. Vielleicht hat der andere Killer sogar noch. Sah doch Licht aus. Sah doch Licht aus. Das sieht man doch sowieso fast nicht. Der Kill ist während dem Blob, glaube ich, gefallen und während Licht aus war. Das ist ja an sich eine interessante Taktik, aber manchmal machst du es auch einfach an, in der Hoffnung, dass du irgendwo einen Kill kriegst. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Manchmal. Shorty, bist du Blopper? Wir sprechen heute Dinge anders aus. Shorty, bist du Blopper? Shorty? Nein. Ganz sicher nicht. Oh, ich glaube schon. Ich vote, ich skippe hier mal nicht. Ja, also, weil das auch nicht vote. Wir konnten nicht. Ich gerade, Achtung, ich guesse jetzt auf Shorty Blopper. Okay, mach der Boss. Das war vote und gar nicht guess. Ups. Haben wir eine Live-Info oder sowas? Ja, so 15 ungefähr. Ja, was hattest du gerade gefragt? Wie lange du mit Shorty vorher zusammen warst? Gar nicht. Ich habe Licht angemacht und Shorty kam dazu. Vielleicht auch von wo? Weiß ich nicht. Shorty, was wolltest du sagen? Ich war im Lichtdingsi, deswegen. Schwer zu sagen, wer den Kill gemacht hat, aber da waren 5 Leute auf der linken Seite und ein paar Leute können wir rausnehmen mit dem Morphling. Was ganz cool ist. Base, wo bist du hingelaufen? Lab-Line, ja, okay. Im Labor. Also außer du hast mich jetzt da richtig ausgespielt oder sowas. Ich glaube aber Base ist es nicht, weil sie ist mit mir über dem Stein gelaufen. Dann ist der Blopper angegangen. Dann ist eine Person in Lab reingegangen. Das war ich. Ich bin dann die erste Task gegangen mit den Ausrufezeichen. Dann ist Licht aus, wollte rausgehen und dann habe ich den Report-Button gehabt. Also liegt irgendwo vor Lab. Oder halt weiter nach links oder unten, ich weiß es nicht. Irgendwo Timmit da. Timmit hat den Kill nicht gemacht. Ich war gerade in Lifeline. Das ist richtig. In Lifeline waren 3 Punkte, kurz vor Ende waren es dann nur noch 2. Das heißt, der dritte Punkt war wahrscheinlich Shushu. Kann es sein, dass der Killer an dir vorbei reingelaufen ist und dann kann noch das sein? Ich bin, als ich rausgelaufen bin, ist keiner an mir, also in mir durchgelaufen. Deswegen entweder wo ich an der. Simon und ich gerade rechts aus dem Office raus. Da ist gerade ein schwarzer Blob über Electrical an dem Fenster Richtung Reaktor gelaufen. Ich glaube, wir haben Chester drin, da müssen wir drauf achten. Ich bin da eben auch hingelaufen und wisst ihr, was ich für eine Rolle war? Nicht Chester, sondern Good Guesser. Oh. Evil Guesser, wolltest du gerade sagen? Nee, aber eben, als ich letztes rausgelegt hatte. Eben. Runde. Also ich würde Linda eigentlich für den. Ich kann nur Linda eigentlich rausnehmen, weil ich habe gesehen, dass ein schwarzer Blob reingelaufen ist und sonst kein anderer. Und als ich rausgegangen bin, habe ich ja den Report-Button gehabt. Okay. Wo wir gerade schon beim Thema Linda sind. Da habe ich eine Frage, Baso. Wie kam es dazu, dass du den Namen Baso erfunden hast? Meine Großmutter hieß Baso und ich wollte ihr ihre zuteilen lassen. Das stimmt aber nicht, oder? Das stimmt nicht, oder? Timmit, weißt du was? Das ist eine sehr emotionale Story hier für mich und du brabbelst hier rein. Ich wollte jetzt Timmit raus. Nee, ich habe vor 9 Jahren mir einen Account bei League of Legends gemacht und wusste nicht, wie ich ihn nennen soll. Und dann habe ich mich so... Wow. Ich meine, ihr könnt euch aussuchen. Wollt ihr die Oma-Story oder die League of Legends? Mein Name war vor 10 Jahren auch actually mein erster Name bei League. Ja, das Gute ist halt. Ja, irgendwann muss man sich halt irgendwo einen Account machen, hat keine Ahnung und tippt da mal was rein. So. Ja. Vlesk ist ein strammer Zwergpaladin, meine Freunde. Zwergpaladin, so hieß du Vlesk? Weißt du, wie weißt du, mein Tauchendruide hieß? Varufa. Aber Varufa. Da habe ich mich dann auf YouTube nicht genannt. Ja, natürlich krieg ich den Vote, das war für die Oma, ne? Das war, Ende war ich auch eine Kuh. Für die Story, das ist ja mal richtig frech, sowas zu sagen, ey.
Was hältst du von Vulpera? Auch sehr stark. Ich bereue nichts. Warum fragst du mich nicht, Jeff? Bist du Allianz? Oder Horde? Nein, die Horde. Okay, Horde, dann frage ich dich ja, auch. Zwerg Horde. Zwerg Horde, natürlich. Naja, am Anfang war ich... ja, aber erster Teil, ich hätte aber auch Drenai Hunter. Das war richtig unangenehm. Genommen. Ich war ja, ein Jahr lang war ich Allianz und 8 Jahre war ich Horde. Aber dann sagen die Leute, Zwerg. Vor allem ist Zwerg sogar noch, wenn Allianz, so Zwerg ist einfach die coolste Rasse, ne? So, auch wenn ich großer Horde-Spieler bin. Selbstverständlich. Shortage Vorimir und Schuh. Keiner tut dir was, Shorty. Okay, da. Okay, da. Oh. Sowas von dreist. Oh! Oh! Alter, was? Was denn? Also, diese Person, die das gemacht hat, hat richtig krasse Eier. Nein, danke. Nee, wirklich, das ist echt. Bist du sicher, weil ich war gerade mit 4 Frauen in Electrical und eine davon hat den Killer wahrscheinlich gemacht. Auch Eier. Nee, pass auf. Also, naja. Mehr sogar als Männer. Nee, Shorty Vlesk, ihr seid im Admin gerade reingelaufen, links. Ja. Und ich stehe an Kamera, ich laufe quasi rein, wir standen schon da, ich gucke so gerade zu, wo halt Shorty Vlesk hinlaufen und so. Ich glaube, Chibo war da auch irgendwo. Ja. Ich glaube, sie ist wieder nach oben gelaufen und ich gehe aus ich der Kamera. Ich bin in Communications. Und Mia liegt einfach da. Wo ah, denn? Ja. Krass. Vielleicht ein Waller? Ach nee, geht ja gar nicht. Das sind dicke Eier. Dann hat den wahrscheinlich nicht gemacht, Vlesk, weil Vlesk hat mich nämlich gerade netterweise beschützt und Base war eben gerade unterm Admin links. Ja, für die dicken Eier. Ich kann sagen, wo Mia liegt? Oh. Ich hab das nicht. In, also die liegt genau in Security. Ja, Tim, ah, okay, während du da drin stehst. Ich verstehe. Ich wollte nur sagen, für die dicken Eier kann ich Unge rausnehmen. Generell oder jetzt für in-game? Generell. Beides. Ja, okay. Die Sache ist, man muss auch dazu sagen, ich wollte nicht von Tim angefasst werden, aber... Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh. Das war mein Rauswort dafür, Unge. Ja, ich würde das... Nee. Ja. Warum einfach, das war belästigend, Tim. Wir waren jetzt... Das war über das 1-1. Das war grenzüberschreitend, sag ich dir ehrlich. Das war grenzüberschreitend. Ich hab Tim mit 9 heißt 9. Aufgaben gemacht. Nein, Tim mit 1 gegen 1 in Dearsburg, weil du Tim, Simon weg. Weil ich Tim mit 1. Ja, weil du Tim mit 1. Also, ich kann euch hier eine Info geben, die euch vielleicht weiterhilft. Ja, mal eine Impfung, ja. Simon ist es nicht. Das ist wahr. Und Timmit ist auch nicht der Mörder. Ja. Aber Timmit habe ich trotzdem auf Madeira angefasst. Ja, das stimmt. Aber ist nicht relevant. Okay, aber ich würde das jetzt einfach gerne auch mal zur Sprache bringen, deswegen. Okay. Ich würde euch gerne mal einen Tipp geben, wer Imposter ist, okay? Ja, gib mal einen Tipp, Les, gib mal einen Tipp. Okay, hier kommt der Tipp. Ja. Jiburi. Pass auf. Okay. Oh, ja, Jiburi, das hatte ich auch schon als Tipp. Und ich würde auch Jiburi hier machen. Also, aber es ist am wahrscheinlichsten, dass du den Kill frech gemacht hast oder das Schuh einfach selber reingestochen hat. Das geht auch. Ich würde trotzdem skippen. Ich war doch gerade bei euch unten. Das funktioniert auch nicht. Wir haben genau gesehen, wo ihr reingelaufen seid. Also, es kann nur Jeff oder... Das wäre schon super. Schuh kann ja auch selber reingestochen haben. Beschütze mich. Ich meine nur, ich weiß nicht, ob du ein Alibi hast. Schuh, bist du so frech? Nein. Okay. Schuhu macht sowas nicht. Abo falle die 5. VLE-Skip. Ich will nur ein Specimen rein. Oh, Abo falle. Also erstmal Thomas, danke fürs Subgift, ne? OP. Terror Chili, auch 5 Subgifts rausgehauen. Habe ich alles nicht gesehen, glaube ich. Wistix. Riova Original, Trile, Rippchen, Kokoslol, Rumisan, Wendler, Ketty, Chilidi, Lost Hope, Corrado, MFMHD95, Sullivan, Timos. Danke für die ganzen Subs und Resubs, Leute. Und Terster, danke für den Raid, du Legende. Jetzt ist er tot. Oh nein. Und ich danke dem Mörder dafür. Was und Yalito, danke für die 7. Rausgelaufen? Ich bin rausgelaufen und bin zu Koms reingelaufen, oder? Ich dachte, du bist hochgelaufen, ich hab dich gesucht.
Dann warst du das. Ich bin aus Koms rausgelaufen, da kam jemand rein, ich konnte es aber nicht erkennen, bin rechts zur Office gelaufen und links von Office liegt Timid. Hat sich dann jemand jetzt irgendwie rausnehmen können? Ich hätte nur jetzt Unge rausnehmen können, wer war im Auto und als Licht ausgegangen ist, ich weiß nicht, wo du standest, aber ich war beim Baum bei diesen. Ich kann tatsächlich gar keinen rausnehmen. Ich bin alleine in die Tour reingelaufen und habe im Dunkeln auch niemanden gesehen, habe da meine Tasks gemacht und dann hatte ich noch zwei neue Tasks, die aufgeploppt sind. Einmal kommst und einmal irgendwas im Lab, glaube ich. Lesk und Baso waren Lab, aber es kann halt ein Ventkill sein, deswegen ich bin Specimen. Kann ich da niemanden rausnehmen. Aber bist du oben gerade wieder rausgekommen, Lesk? Nee, ich bin oben reingelaufen. Ich habe nichts gesehen tatsächlich. Aber ich bin auch gerade nicht so aufmerksam gewesen, muss ich sagen. Aber du bist doch reingelaufen, ganz mal. Du hast die Tür aufgemacht. Ich such dich ganz seit am Wasser dort stand. Ach so, habe ich dich einfach nicht wahrgenommen. Mein Gehirn ausgeblendet. Kein Ding, alles gut. Ich bin Specimen, Linda. Ich bin hier. Hä? Bist du sicher, dass du da standest? Nee, ich bin oben reingegangen. Ich bin oben reingegangen. Ach so, ja, dann warst du das G-Boot. Sonst wüsste ich, ich kann ja nicht gewendet sein, wenn ich nicht weiß, dass da oben das aufgegangen ist. So. Ja, also man kann halt runterwenden und wieder zurückwenden. Aber ich meine, ich habe halt nichts gesehen. I'm not sure. Wenn du in dieser Runde Imposter bist, Fest, bin ich richtig sauer. Ich auch. Gut, ich bin kein Imposter, Simon. Das schwöre ich dir. Ist, wenn ich mich gut, recht dann bin ich auch unter Wasserrad ist durch zu, der Wendt. Sicher? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja gesehen, dass oben jemand rauskam. Also. Ich weiß nicht, ob der im Office oder unter Wasserrad zu ist. Ich habe nur unten einen Bretter gesehen, deswegen. Also da beim Atmen ist zu auf jeden Fall. Da habe ich mal die Runde vorher meine Taste. Hä, aber wenn Vlesk ins Specimen gegangen ist und Jibo auch, dann müsst ihr euch doch gesehen haben. Nö, nicht eine Sekunde. Vlesk ist eine Rotation vor mir. Er stand auf dem Medbay-Scan. Aber dann muss Vlesk Unge gesehen haben, weil Unge auch im Specimen war. Ich war nie auf dem Medbay-Scan. Nein? Okay, dann irgendjemand war auf dem Medbay-Scan. Das war ich. Achso, okay. Sie war Camouflage, deswegen ich da. Hätte ich auch nicht sehen können tatsächlich, weil ich bin reingelaufen, Licht war aus und Camouflage. Ich habe nichts gesehen. Und ich habe aber, glaube ich, auch keinen anderen Blob durch mich durchlaufen sehen oder so. Also Jibo habe ich nicht gesehen, dann würde ich tatsächlich Jibo haben. Aber Baso hat mich gesehen. Baso hat mich gesehen. Oh mein Gott. Ja, aber die kann ja aus dem Wind gekommen sein, oder? Jibo, du kommst knapp davon. Jibo war auch oben dann im Specimen, das ist Quatsch. Ja. Jibo, ich find's komisch, dass Unge und Vlesk sich im Specimen nicht gesehen haben. Hä? Ich bin nicht beim Specimen. Wie viele Leute sind es denn jetzt noch? 7, ne? Ich kann auch eigentlich noch beide drin lassen. So, ich will selber nicht sterben. Ich muss Jibo dodgen. Die sollen noch ein bisschen killen. Aber Jibo ist ein Killer, das weiß ich. Und ich habe das Gefühl, dass Linda vielleicht Nummer 2 ist. Ich mache ein Verstecken jetzt. Ich mache einen Verstecker. Für eine Runde. Ich glaube Jibo und beim zweiten bin ich mir nicht sicher. Wobei Jibo Timid erste Runde konnten den Kill nicht gemacht haben. Irgendwer muss den Kill gemacht haben. Auf der linken Seite. Linda hatte den reported, glaube ich. Timoris ist als erster gestorben, wenn wir uns noch dran erinnern können. Das ist schon ein bisschen länger her. Jeff, Party. Oh, sorry. Das könnte Shorty sein, aber jetzt ist Shorty tot. Deswegen glaube ich, Jibo. Also, der Kill ist ein paar Sekunden alt. Ich war an Lifeline Jibo mit einer weiteren Person, die sich jetzt wahrscheinlich nicht melden wird. Und dann kam halt vielleicht noch Shorty dazu. Es waren halt Blobs, dann bin ich zum Admin-Table. Hab gesehen, dass nur zwei da waren, sonst war komplett Open Field alles wahrscheinlich. In der Lifeline war ich mit dir, Jibo. Ich war ein Specimen, hab meine letzte Task gemacht, war dann am Admin-Panel mit Shorty, bin dann zur Lifeline gegangen. Da habe ich auch einen Blob gesehen, aber wusste halt nicht, wie es ist. Und bin jetzt zum Electrical gelaufen, weil ich das war. Ja, und ich bin dann runtergelaufen an Lifeline. Und jetzt bin ich zurückgelaufen. Und da lag halt Shorty jetzt an Lifeline. Deswegen also wahrscheinlich so 3, 4, 5, 6. Warst du mit noch jemandem Specimen, oder? Shorty war unten mit mir, ja. Shorty war, ich war mit Shorty auf dem Admin und dann habe ich Admin Panel 2 gesehen und dann Gesicht. Sorry, dass ich eben reingelegt. Ich glaube, aus Runde 1, in der Tim Roos im Boiler Room unten gestorben ist, Tim mit Jibo mit mir eine Lifeline waren, Jeff Unge unten Linda reported hat, ist sowieso schon mal Schuh Nummer 1. Und ich glaube, wegen den 2 Kills, die sonst noch gefallen sind, ich glaube, Jibo hat einfach neben Schuh in der Kamera getötet und hat nicht einen super dreisten Kill gemacht, sondern dachte sie einfach, sie sticht da einfach rein. Du hast mich da beschuldigt, da war ich aber mit Shorty und dir unten links vor Office. Und ja, wenn du so sagst, glaube ich nicht mal, dass du den Kill gemacht hast. Also aber dann hat Schuh einfach einen dreisten Kill gemacht in Kamera. Nee, habe ich nicht gemacht. Für den ersten Kill kann ich auch, also gut, Timid kann es nicht bestätigen, aber ich habe in der ersten Runde auch gar nichts gesagt. Ich war in Koms.
Bin dann Weapons Hunt und da habe ich Timid gecrossed. Also gut, er lebt halt jetzt nicht mehr, ist halt blöd für mich, aber ich habe in der ersten Runde auch wirklich nichts gesagt dazu. Ja. Aber also aus meiner Sicht sage ich das nur, weil ich sowohl Jeff als auch Unge als auch Linda nicht für Killer halte. Ich denke, die sind alle zumindest keine Killing Roles. Ja, aber ich kann, ja. Aber ich sehe doch nicht in der Kamera, dass quasi du und Shorty gemeinsam rechts reinlauf, geh aus der Kamera raus, töte und reporte instant. Und ich bin rausgegangen, wollte gehen aus Camps, weil ich gesehen habe, wo ihr hingelaufen seid und dann liegt die Leiche neben mir. Also, wen wollte die Crew? Wir haben noch 15 Sekunden und sind zu sechs. Ich hätte Jiburi geworden. Amin Schuh covert mich. Okay. Also, Jiburi ist nicht. Jiburi. Also, Crew wurde dir nicht Jiburi. Ich hab Jiburi gehostet, ihr seid nicht Lava. Ich bin Medic, ich hab Bless schon wieder geschildert. Ich hab nichts gemacht. Wirklich? Da haben wir verloren. Ja, ich hab dich einmal angegriffen, by the way. Aber woher wusstest du das so? Ist das Licht? Ja, weil ich sie viel zu oft covern konnte. Okay, so mit meiner Jiburi. Hab ich Matteo als Imposter weggemacht? Ja, weil Linda ist es. Ja, Linda ist es nicht. Linda ist es ja nicht. Glaube ich nicht. Linda könnte es auch sein, ne? Vielleicht sind es Linda und Schuh. Aber nee, dann hätte ja Linda nicht gewollt, dass wir auf Schuh voten. Das wäre Quatsch gewesen. Ja, Unge, Jeff, ich und Schuh haben auf Jiburi gewotet. Für mich ist das beste Play jetzt halt einfach abzuwarten. Logischerweise. Aber so lange wie das Licht jetzt. Okay, jetzt ist es wieder an. Ja, okay. GG. Ihr habt gewonnen. GG. Ich hab ihn gerade gefunden, Schuschu. Er steht oben links in einem Reaktor. Wen hast du gefunden? Wen hast du gefunden? Der ja, ich hab auf meinen. Oh, fuck. Ich hab auf meinen. Hast du gegessen gerade? Ja, nee, klar, er hat gegessen. Hat wirklich er gegessen? Ja, safe! Was ist jetzt passiert? Ja, dann skippen wir jetzt, oder? Ja, aber dann bist ja du der Evil-Gesser. Nee, da bist du Camouflage. Ich wollte, aber hä, wie geht das denn? Nein, Schuh, jetzt troll nicht. Guess jetzt. Also, wir wissen doch beide, dass. Also, ich muss ja offensichtlich. Evil-Jester sein. Evil-Jester, ja. Ja. Also, wenn du nicht Evil Guesser bist, dann kannst du jetzt skippen. Dann wird nicht mehr viel passieren. Ja, du bist ja, halt zwei. Imposter. Und das ich ist bin korrekt. Der Karl. Das ist absolut korrekt. Schuschu! Scheiße, Mann! Ich dachte, der Gäste so drei! Dachtest du, die sind Lava? Ja, ne? Schuschu, bei drei ist bei Lava vorbei, Schuschu. Du hast aber nur deine Posterwelt ehrenlos getötet. Ja. Ich hab ihn gerade gefunden, dass er sich da oben links versteckt hat. Ich hab ihn gerade gefunden. Einfach komplett. Du hast dir einfach deinen Imposter-Kollegen rausgegessen. Er ist ja richtig dreckig. Lava gewinnt automatisch bei drei. Oh mein Gott.